Ja, hallo liebe YouTuber, liebe YouTubernetten. Zu unserer Umzugsplanung mal wieder ein Update. Und zwar war ich ja mit meinem Hasen in Boko-Domäne. Da haben wir uns zwei Kleiderschränke gekauft, jeweils den gleichen in weiß mit nee, mit Schiebetüren. Die haben im Angebot gekostet 111 Euro. Ein Foto oder irgendwas, das kommt dann nachher alles, wenn ich eine Roomtour mache. Ja, also ich habe festgestellt, und das meine ich jetzt ganz ernst, das wird ein riesengroßes, hartes Stück Arbeit, wenn zwei unterschiedliche Charaktere mit einem festen Charakter und einem festen Willen und jedem so eine feste Vorstellung aufeinanderprallen und dann in einer gemeinsamen Wohnung hausen sollen. Wenn ich sage, mein Zimmer oder das Wohnzimmer soll grün sein, dann will er es rot haben und auf gelb können wir uns nicht einigen. Das wird noch richtig anstrengend. Ich glaube, wir sind uns momentan, also jeder hat so seine Ideen, glaube ich, aber so richtig einig sind wir uns bis jetzt noch mit keinem Zimmer. Ja, also ich hätte ja gerne das Wohnzimmer in Braun. Farben, also momentan ist ja das Wohnzimmer braun und auf einer Seite eine andere Tapete. Wo ist denn der Lichtschalter? Hier. So, das ist jetzt momentan das Wohnzimmer mit einer hässlich, hässlich, hässlichen Kaffeetapete. Dann nochmal der Arsch von meinem Bruder. Und das ist die Wand, die jetzt eingerissen wurde. Allerdings haben wir die Befürchtung, dass das eine tragende Wand ist und der Pfosten irgendwie bleiben muss, dann haben wir natürlich ein kleines Problem. Hier das Ganze in Laminat, hier vorne sind Fenster. Weil da ist gerade so eine Kaffeetapete und die ist ganz fürchterlich. Weil mein Sofa auch braun ist und die Schrankmöbel sind weiß, also von daher gehe ich davon aus, dass es das einigermaßen passt. Ja, das Schlafzimmer hätte ich eigentlich gerne entweder in Schwarz-Weiß, also auch eine richtig schwarze Strukturtapete, also mit so einem leichten Muster. Davon bin ich aber eigentlich schon wieder ab. Das war ganz am Anfang meine Idee, aber das passt meiner Meinung nach nicht so wirklich zum Raum. Da das Schlafzimmer momentan Flieder, also so ein dunkles Fliederfarben ist, hatte ich gedacht, das kombiniert mit so einem Anthrazit und dann halt das silbergraue Bett und die weißen Möbel, fand ich auch cool. Aber er möchte das lila Fliederfarben überhaupt nicht drin haben. Ja, dann hatten wir uns überlegt, das Badezimmer ist jetzt gefliest mit einer hellblauen Wandfarbe. Dann haben wir hier das Bad. Also auf dem Klo saß jetzt gerade keiner. Aber da habe ich gerade Farbe ausgewaschen. Ja, es ist hier momentan noch in einem Himmelblau, obwohl das jetzt hier ein bisschen kalt aussieht vom Blauton her. Fand ich eigentlich Mintfarben ganz cool und er hatte sich jetzt, glaube ich, so ein also so ein etwas dunkleres Grünblau ausgesucht. Aber da finde ich, das drückt. Ach Mann. Also, welche Farben würden euch denn zum Beispiel gefallen für einzelne Räume? Oder habt ihr, genau, also außer den Wohnprinzen, den kenne ich ja nun mittlerweile, habt ihr Kanäle oder auch Internetseiten, wo man sich über Wohnungsgestaltung so ein bisschen informieren kann? Also zum Beispiel Farben, Kombinationsmöglichkeiten oder sonst sowas. Wir sind uns da nicht einig. Und klar wollen wir das natürlich sehr gleichberechtigt machen, weil wir ja beide da wohnen und uns auch beide wohlfühlen. Aber vielleicht brauchen wir einfach ein bisschen mehr Input, ein bisschen mehr Informationen, ein paar Anregungen, sodass man dann sagen kann, das gefällt mir, das gefällt dir, also machen wir das so. Oder der eine will grün, der andere will lila und dann machen wir eine blaue oder was weiß ich. Also ich bin schon ein ganz kleines bisschen gestresst. Wir sind uns noch nicht mal so direkt einig, wenn es um Beleuchtung geht. Ich glaube, das wird noch richtig, richtig hart. Aber wir schaffen das irgendwie. Ja. Dann haben wir jetzt den Wohnungsschlüssel schon. Des Weiteren war ich in Bad Harzburg bei Jumbo.
Normalerweise wäre ich von dem Abfahrtort 32 Minuten gefahren, war aber eine knappe Stunde unterwegs, weil mein Navi immer meinte, wenn hier der Laden ist und hier die Autobahn, dass ich mein Ziel erreicht habe, wenn ich an der Autobahn an dem Geschäft vorbeifahre. Das Ganze habe ich insgesamt dreimal gemacht, allerdings immer in drei verschiedenen Arten und Weisen zu dieser Autobahn zu kommen. Und ich dachte jedes Mal, hey, ne, wird schon. Nee, wieder Autobahn, rechts Jumbo, toll. Dann war ich einfach mal so geistreich und dachte mir, Mensch, wenn du jetzt keinen Navi gehabt hättest, hättest du ja auch wen gefragt. Nachdem ich jemanden gefragt habe, war ich innerhalb von 3 Minuten da. Sehr schön. Übrigens fahre ich auch auf der Seite, wo man normalerweise ins Industriegebiet reinfahren würde, direkt an der Straße und mein Navi sagt nicht, biegen Sie rechts ab, Sie sind da, sondern fahren Sie an der Autobahn dran vorbei. Sehr schön. Leute, in diesem Sinne, verlasst euch nicht immer auf ein Navigationsgerät, sondern selbst mit Schilderlesen wäre ich nicht weitergekommen, aber fragt einfach mal Menschen, die sich auskennen. So, heute hatte ich übrigens potenzielle Nachmieter bei mir zu Hause. Ich hatte meine Wohnung ein bisschen aufgeräumt. Ich glaube auch, dass ich einen kurzen Live-Mitschnitt meiner Wohnungstour dranhänge. Mal gucken. In einem teils aufgeräumten Zustand. Ja, den Schlüssel haben wir. Theoretisch wollte ich heute ein paar Sachen zusammenpacken und so auch Putzmittel und schon mal ein paar Sachen rüberbringen. Aber ganz ehrlich, ich bin momentan einfach echt zu faul. Gestern Nacht, als ich gearbeitet habe, habe ich mir schon gedacht, du nimmst das erst mit, das erst mit, das brauchst du hier erstmal nicht. Ja, und jetzt sitze ich hier, es ist glaube ich schon, es ist kurz nach 2. Ich habe übrigens 4 Stunden geschlafen. Ja. Also es wird definitiv ein riesengroßer Spaß, den ganzen Krempel hier auszuräumen. Naja. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich denke mal, die nächsten Tage werden ordentlich aufregend und ich werde auch hoffentlich die Gelegenheit haben, unsere Wohnung nochmal im Rohzustand zu filmen und dann quasi eine Roomtour vorher, nachher abzudrehen. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Farbgestaltungsideen habt, schreibt mir die in die Kommentare oder gebt mir irgendwelche Links oder ihr könnt mir auch eine private Nachricht schreiben. Wir brauchen einfach Input, wo man sich am Rechner hinsetzen kann, gucken kann, okay, hier so Gestaltungsmöglichkeiten. Von Deko lassen wir erstmal komplett die Finger, weil sonst hier Beef und so. Wirklich erstmal hinsetzen, Kaffee trinken, Ruhe bewahren, am besten irgendwie Baldrian-Tee oder so, damit wir uns nicht an die Gurgel gehen. Und dann gucken wir uns das irgendwie an, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, wo man sich gut informieren kann. Weiß nicht, gibt es so einen Tine-Wittler-Kanal für Raumgestaltung mit Farbe oder so? Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.